Willkommen beim Espresso to go mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Und in dieser Folge unseres Espresso geht es um den neuen Lockdown. Die Kanzlerin hat mit den Ministerpräsidenten getagt. Aus dem Lockdown Light wird ein Lockdown Long. Die Maßnahmen, die eigentlich nur bis zu Ende dieses Monats laufen sollten, laufen jetzt bis kurz vor Weihnachten und vermutlich danach weiter. Der Kanzleramtsminister Helge Braun hat schon angedeutet, dass er sich eine Verlängerung der Maßnahmen sogar bis Ende März vorstellen kann. Eine Alternative zum Lockdown heißt natürlich nicht nichts tun. Corona ist gefährlich und wir müssen die Menschen, die daran schwer erkranken oder sogar sterben können, schützen. Aber statt das ganze Land in der Breite stillzulegen, muss man vielleicht mehr in der Tiefe tun, wo die Gefahr wirklich am größten ist. Am gefährlichsten ist Corona in Alten- und Pflegeheimen. Wir wissen aus Studien, beispielsweise in Hessen, dass dort 2/3 der Toten Infizierte sind, die Einwohner von Alten- und Pflegeheimen waren. Und deshalb muss man da doch die Menschen besser schützen, beispielsweise durch Schleusen, in denen Schnelltests stattfinden. Wenn wir dort die Gefährdetsten, die schwächsten Menschen besser schützen, können wir die Gefahr des Virus viel gezielter eindämmen. Ein anderes Beispiel ist der ÖPNV. Da sind die Menschen morgens dicht gedrängt und können die Abstände gar nicht einhalten. Und gleichzeitig macht man Speisegastronomie zu mit Hygienekonzepten, wo die Menschen weit auseinandersitzen, muss dafür Milliarden an Entschädigungen zahlen. Könnten wir mit dem Geld nicht besser den ÖPNV entlasten, Schienenersatzverkehr machen, Busse einsetzen, die Taktungen erhöhen? Das hielt ich für sinnvoller. Wenn euch diese Folge meines Espresso gefallen hat, dann schaut euch doch vielleicht auch noch andere an auf den Kanälen der Fraktion oder von mir bei YouTube, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Und wenn ihr Fragen zum Thema habt, dann schreibt die doch einfach in die Kommentare rein. Wir antworten bestimmt.